gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Borussia Dortmund, Leute. Heute geht es. Was haben wir heute für ein Spiel? Bayern? Ist das Bayern-Spiel heute? Warte mal, lass mal kurz schauen. Ah ne, gegen Ajax erstmal. Warte mal, gegen Ajax. Genau, wichtiges Spiel. Letztes Champions League-Spiel, Leute. Es entscheidet sich mehr oder weniger hier, ob wir in die Euroleague oder in die Champions League einziehen, beziehungsweise eigentlich, ja, sagen wir es mal so, ist fast sicher, ja. Also ein Unentschieden würde reichen. Bei einer Niederlage, gut, da wird es kritisch. Bei einer Niederlage sind wir bei einem Sieg von Kiew gegen Besiktas dann doch nur Dritter. Also es entscheidet sich heute. Was denkt ihr, Leute? Schreibt mal rein. Hashtag EL für Euroleague oder Hashtag CL. Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht wie immer die 1 Milliarde Likes, holt euch Bescheid. Checkt mal gerne den Shop aus, ja, nice Designs, in schwarz, in weiß, als T-Shirts, blau, in rot gibt es das Ganze, in grün, in blau und orange, in den 4 Farben, ja. Neue Designs, alte Designs und viele weitere Designs, checkt aus, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice, LED-Lampe haben wir noch am Start, Handyhüllen, Leute, orange, blau, rot und grün und gratis Autogrammkarte, gibt es auch zur Bestellung dazu, wenn ihr Bock habt. Checkt aus, Mann. Ich würde mich freuen, Mann. Vielen, vielen Dank für Unterstützung. Wäre auf jeden Fall nice. Und dann würde ich sagen, ab geht's, Leute. Erstmal gegen Fortuna, dann gegen noch irgendeine Bundesliga-Mannschaft und dann geht's in die Champions League. Aber lass mal kurz schauen, gegen wen wir danach spielen. Dann werden wir nämlich hier gegen Freiburg. Gegen Freiburg werden wir schonen. Warum spielen wir nicht samstags? Wäre chilliger für uns. Hätten wir einen Tag länger Pause, da kann man nichts machen. Dann geht es gegen Ajax, da werden wir dann mit Bestbesetzung antreten. Das heißt, gegen Freiburg werden wir ein bisschen schonen. Ich verstehe es nicht, wie Bremen die ganze Zeit so krass mithält. Wo ist Bayern, Alter? What? Digga, was ist mit Bayern los? Bayern ist nur Achter. Ach du Scheiße, Alter. Bayern ist auch in 6 Siege, 6 Niederlagen, läuft. Bayern ist auch nur in der Champions League Dritter. Das heißt, die rutschen in die Euroleague ab. Die können auch nicht mehr sich qualifizieren. Richtig bitter. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, die Gruppen. So, mit Bestbesetzung. Süle nicht auf 100%. Wie immer. Muss reichen, der Typ hat keine Ausdauer, Alter. Der Typ hat gar keine Ausdauer. Aber muss reichen, Leute. Geht nicht anders. Muss reichen. So, ab geht's gegen Düsseldorf. Let's go. Zuletzt unentschieden, unentschieden und Niederlage. Ab geht's gegen die Düsseldorfer. Auswärts. Müsste eigentlich Sieg drin sein, oder? 2-1, wir haben nur knapp gewonnen, Alter. Boah, shit. Okay, wir haben 2-0 geführt. Reus und dann Ampoma in der 84. mit dem Anschluss. Ja, kann man mal verkraften, Alter. Aber nächster Sieg ist eingefahren. Aber es ist echt krass. Also ich hoffe, es bleibt weiterhin so spannend. Weil Bremen echt so krank mithält. Oh, jetzt haben sie mal verloren, Alter. Oder? Ne, unentschieden haben sie, glaube ich, gespielt. Ich glaube, unentschieden haben sie gespielt. Aber 3 Punkte sind es jetzt mal hinter uns, Alter. Krass. Naja, gut. Wurde doch mal Zeit, Alter. Irgendwann muss Bremen ja mal einbrechen hier, Alter. Das ist krass, Alter. Moyes, Ken, Saliba und Zagadou haben sich verbessert. Ich kann euch mal die Tabelle zeigen. Ich glaube, Bremen hat noch kein Mal verloren. Warte mal. Gucken wir mal ganz kurz. Ne, Bremen hat noch keine Niederlage. Wir haben eine. Wir haben noch nie unentschieden gespielt. Wir gehen entweder auf Sieg oder gar nichts. Aber Bremen ist krass. Noch keine Niederlage. Nicht schlecht, Alter. Und Gladbach ist auch krass. Noch kein Sieg. Digga, wie kann man aus 12 Spielen keinen Sieg machen? 7 Unentschieden, 5 Niederlagen. Das ist schon bitter, ey. 7 Punkte. Oh, die steigen ab, Alter. Die sind 17. Krass. Naja, noch ist einiges drin, aber trotzdem, Alter. So, Locek. Bleib ruhig, Kollege. Der will ja seit einem Jahr wechseln. Wir haben ihn noch nicht verkauft. Wir werden ihn noch nicht verkaufen. Irgendwann muss er sich ja mal wieder beruhigt haben. Irgendwann, Alter. Mbappé hatte nach, ich glaube, 7 oder 8 Spielen 9 Tore. Jetzt sind 13 Spiele und er hat immer noch 9 Tore. Und Rad schießt er auch. Das ist richtig komisch, Alter. Deswegen, ich sag euch das ja. Man sieht in der Karriere so selten, dass man Spieler über 20 Tore hat. Das ist eine Seltenheit, ohne Scheiß. Das ist eine absolute Seltenheit, über 20 Treffer. Eine absolute Seltenheit. Angebot zu Locek wurde zurückgezogen. Trainingsverletzung. Nein, wird sich verletzt. Na, du, ja, Dembélé, ja, gut. Gott sei Dank nur 7 Tage überdehnt das Knie, aber trotzdem bitter. So, Monatsbericht der Jugendmannschaft. Die Jugendspieler wurden aktualisiert. Der Typ ist immer noch auf 93 Potenzial, ne? Das ist geil, wenn die Spieler auch so lange auf 93 Potenzial bleiben, Alter. Das kann man mal machen, Alter. Ist auch nicht schlecht hier, aber der ist nur 1,85 für den Torhüter. Naja. Ja, geht so, ne? Geht so, muss man ehrlich sagen. Der hier ist auch nicht schlecht für einen Linksverteidiger. Wir haben noch einige gute Spieler hier. Der ist auch nicht schlecht, aber der hat nur 75 Potenzial, Alter. Scheiße. Müssen wir noch mal ein bisschen abwarten, wie sich das dann noch einpendelt. Der hier ist eigentlich auch nice, aber der hat halt auch leider nur 78 Potenzial und ist nur 1,84 für Torhüter. Auch nicht so fresh.
Leider eine kleine Enttäuschung. Ah ne, der ist wieder hochgegangen auf 84 Potenzial. Der war mal auf 74 bis 94, jetzt wieder 84. Das ist schon wieder besser. Nice Sache. Und der hier ist auch geil, Alter. Weil der hält sich die ganze Zeit auf 94 Potenzial. Das ist nice, ey. Das ist sehr nice. Naja, müssen wir mal abwarten. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall einige vielversprechende Talente. Wen wir davon in die erste Mannschaft holen werden und so weiter und so fort. Müssen wir nochmal abwarten, ne? Müssen wir nochmal abwarten. So, ab geht's gegen Freiburg. Let's go. Und danach geht es gegen Ajax. Um alles. Da geht's wirklich um alles, Leute. Entweder Champions League oder Euroleague. Ich würde natürlich gerne in der Champions League weiterkommen. Okay, Euroleague wäre vielleicht auch nicht schlecht. Vielleicht haben wir da sogar die Chance. Ja, nehmen wir mit hier. Vielleicht haben wir da sogar die Chance, die Euroleague zu gewinnen. So, wäre natürlich auch nicht verkehrt, muss ich sagen, ne? Und ich bin noch nie, wie gesagt, ich bin wirklich noch nie abgerutscht. Also ich bin noch nie von der Champions League in die Euroleague abgerutscht, sozusagen, aus der Gruppenphase. Ich wurde noch nie Dritter mit irgendeinem Team. Aber gut, es wird immer mal irgendwann Zeit. Wer wird Spieler des Jahres? Ich hoffe Mbappé, Alter. Hey, ich hoffe Mbappé, aber der trifft momentan nicht mehr so. Also von daher, sieht momentan nicht danach aus, muss man ehrlich zugeben. Alter, Martinez hat wieder eine rote Form. Junge, Martinez ist immer, ne, ohne Scheiß, hat immer eine rote Form. Irgendein Spieler ist, ja, Dembélé. Boah, ist der gegen Ajax wieder fit? Ich hoffe. Könnte klappen. Könnte aber auch knapp werden. Müssen wir mal abwarten. Na gut. Wir warten mal ab. Saliba ist jetzt mittlerweile schon auf 77 hoch. Den haben wir mit 74 geholt. Hat sich jetzt schon 3 Punkte verbessert. Boah. Kann man machen. Werder Bremen hat das Spiel gewonnen. Das heißt, diesen Punkt gleich mit uns. Das heißt, wir müssen jetzt nachziehen, damit wir wieder 3 Punkte Vorsprung haben. Zuletzt Sieg, Unentschieden und Niederlage. Ausgeglichen, Digga. Boah, 5-1, Alter. Ja, kann man machen. Boah, Mois Ken Doppelpack, Hudson-Odoi Doppelpack und Brand trifft. Höhler noch mit dem 5-1, mit dem Ehrentreffer. Ja, ohne Scheiß, unsere B11 ist krass. Ey, die machen so viele Tore. Letztes Spiel auch schon die B11. War das letzte Folge? Ich glaube, letzte Folge 4-0 gewonnen. Boah, kann man machen, Digga. Für eine B11. Zufrieden, Alter. Ich bin absolut zufrieden. Ich muss öfter spielen. Bruder, du gehörst weiter zum Team. Chill dein Leben, ey. Gar keine Frage, du gehörst natürlich weiter zum Team. So, jetzt werden wir erstmal hier, zack, unsere Jungs pushen. Trainingseinheit, Kubo, Saliba, Mois Ken. Boah, ist okay. Also ich zeige euch jetzt nochmal die Tabellen, ne? Und zwar, hier seht ihr erstmal unsere Tabelle, ja. Also, bei einem Unentschieden sind wir safe weiter, wegen der Tordifferenz. Das wird auch für Ajax reichen, dann werden wir erster, Ajax zweiter. Also, Unentschieden wäre gut. Dann Dynamo Kiew müsste gewinnen und einer von uns beiden müsste verlieren. Dann wäre Kiew Zweiter oder Erster in dem Fall. Nee, Quatsch, dann wären die Zweiter. Wenn einer von uns gewinnt, sind wir Erster. Wenn die Zweiter und dann derjenige, der von uns verliert, wäre dann nur Dritter. Dritter Platz ist safe, also von daher mal gucken. PSG auch nur Dritter, aber hier ist noch einiges drin. Hier kann PSG auf jeden Fall auch noch Erster werden vom Ding her. Aber vielleicht nur Dritter. Barcelona ist Erster mit, ja okay. Die sind safe durch, Erster oder Zweiter ist die Frage. Frankfurt könnte noch weiterkommen. Mailand auch nur auf Platz 4, Alter, krass. Kann aber auch noch weiterkommen. Ist noch alles drin, Alter, krass. Relativ spannend, alle Gruppen. Chelsea nur, krass, Benfica Erster geworden. Chelsea nur Dritter, können nicht mehr weiterkommen, nur Euroleague. Liverpool Erster, Hoffenheim ja, leider auch raus, auch Euroleague. Doch, Euroleague ist noch drin. Dann hier unsere Gruppe, habt ihr gesehen. Hier, das ist krass, Alter, Bayern einfach nur Fünfter. Fünf Spieler, deswegen dachte ich Fünfter. Dritter. Euroleague ist safe, mehr geht auch nicht. Und hier ist Juve Erster, Club Brügge, wahrscheinlich Euroleague, Inter Mailand, Real weiter. Die haben wenigstens mal die annähernd gut Punkte eingefahren und City ist hier einfach Letzter, Alter. Die haben einfach einen Punkt. Digga, aber die könnten noch, die haben dasselbe Torverhältnis wie Panathinaikos, die könnten auch in die Euroleague. Das wäre natürlich noch hier wenigstens, ne? Spielen die gegen Panathinaikos? Ne, die spielen gegen Inter. Haben sie selber in der Hand, Alter. Haben sie selber in der Hand, um noch in die Euroleague wenigstens zu kommen, weil sonst... Wäre schon richtig traurig, Alter. Wenn City Vierter wird, wäre schon absolut traurig. Na gut, Transferangebot für Zagadou, ey, ohne Scheiß, so viele wollen Zagadou haben, das ist nicht normal, ne? Das ist gar nicht normal, aber das heißt ja auch, der Typ ist eine Maschine. Das heißt, oh Scheiße, 2 Tage später geht's gegen Bayern. Aber Bayern nicht gut drauf momentan, muss man dazu sagen. Von daher können wir uns, oh, Transferangebot für Birki, oh, das ist mega wichtig. Ey, wie dumm ist Southampton? Ey, wir müssen das jetzt eigentlich annehmen. Auch diese 34 Millionen müssen wir jetzt direkt annehmen. Wir dürfen nicht groß verhandeln, weil der Vertrag läuft ja aus. Und wir haben leider kein Geld, den Vertrag zu verlängern. Digga, es ist der 9.12. Das heißt, in knapp 3 Wochen, bisschen mehr als 3 Wochen, in 22 Tagen, wäre Birki ablösefrei. Und, also wäre ablösefrei mit dem zu verhandeln für das kommende Jahr. Vielleicht wollen die den natürlich jetzt direkt in der Winterpause. Oh, scheiße, wenn wir den in der Winterpause verkaufen, müssen wir uns aber einen neuen holen, ne? Na gut, ist dann leider so.
Aber so dumm, Alter. Können wir noch 22 Tage warten und dann ablösefrei den holen, Alter. Aber gut, für uns ist gut. Also von daher, ich will mich jetzt nicht beschweren, ne? Nehmen wir direkt an, auch das Angebot. Ich werde da um keinen Cent mehr verhandeln, Leute. Um gar keinen Cent werde ich da verhandeln. Ich hoffe nur, dass dann der Deal durchgeht. Und nicht, dass die dann kurzfertig merken, ey, warum wollen wir den gerade kaufen? Den können wir doch ablösefrei holen. Ich hoffe nicht, dass denen das auffällt, Alter. Ohne Scheiße. Weil sonst, das wäre wirklich kritisch. Dann verlieren wir Birki und damit verlieren wir auch ein Spiel. Achso, wir müssen einen aus der Jugendmannschaft löschen. Und damit würden wir dann auch einen Spieler verlieren, der einen Marktwert von knapp 30, 35 Millionen hat. Das wäre schon bitter. So, wen schicken wir nach Hause hier? Den? Der hat nur 94 Potenzial. Ich glaube, den schicken wir nach Hause. Ja. Komm, tut mir leid, Mann. Den schicken wir nach Hause. Unsere Jugendmannschaft ist langsam voll, Alter. Aber jetzt wüsste ich ehrlich gesagt danach nicht mehr, wen wir noch aussortieren sollen, weil unsere Spieler eigentlich alle heftig sind. Ich würde die gerne alle noch behalten und denen die Chance geben, sich zu präsentieren. So, ab geht's gegen Ajax, Leute. Pressekonferenz. Let's go, Digga. Wichtigstes Spiel der Saison. Wichtigstes Spiel überhaupt. So, da wollen wir mal schauen hier. Let's go, Kubo. Er braucht noch Zeit. Beste Leben, Alter. Wieder, wie immer. Ihr kennt's ja. Kubo wird immer gefragt. Kennt er nix, Alter. Kubo ist immer, Alter. Kubo ist immer. Wir sind gut genug, um hoch zu gewinnen. Guck mal, unsere Teammoral, Alter. Boah, ist die lost, Alter. Teammoral ist komplett Katastrophe, aber wirklich komplett. So, ab geht's gegen Ajax mit Bestbesetzung, Alter. Let's go. Jungs, ihr habt selber in der Hand, Alter. Champions League oder Euro League. Es liegt in eurer Hand, Mann. Macht keinen Scheiß, Alter. Gegen Ajax nicht leicht. Auswärts auch noch. Unentschieden, zwei Siege zuletzt eingefahren. Come on, Jungs, unentschieden reicht. Jawohl, Alter, nice. Unentschieden reicht, damit sind wir sogar Erster, Alter. Geil, Reus, Mbappé treffen. Boah, Reus in der 87. Alter. Ey, wir hätten rausfliegen können, ne, bei einer Niederlage. Alter, krass. Puh, Leute, das war's, Alter. Wir sind also doch noch Erster geworden sogar. Krass, 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 Alter. Spannendste Champions-League-Gruppenphase, glaube ich, bislang ever. Das war's erstmal von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Leute. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Hey, wir wären sogar raus, ne? Dynamo Kiew hat unentschieden gespielt. Also wäre auch so egal gewesen. Checkt auch gerne den Job aus, ja? Nice Design, schwarz-weißer T-Shirts, Pullover in Rot, Grün, Blau und Orange, Leute. In den vier Farben. Die neuen Nice Designs, alte Designs, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Checkt es gerne aus. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Danke für euren Support. Das war's von der heutigen Folge. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid am Start. Haut rein und ciao.